Ja, also toller Kampfabend heute hier in Eichendorf Halle. Mega spannend, sehr, sehr knapp. Bis zur Pause 6-6. Letzter Kampf auch nur 11-10 aus. Also Punktestand 11-10. Und jetzt mit glücklichem Ende für Gottmerdinger. Aber Andreas, du hast einen super Kampf gemacht. Wie war es für dich heute Abend? Ja, Derby ist immer super zum Ringen. Wir haben gewusst, dass es hier schwer wird. Schon bei der Waage haben wir gesehen, Volker, der alte Fuchs, hat natürlich super aufgestellt. Da haben wir schon gemerkt, dass es schwer wird, aber bei uns hat jeder seine Leistung gebracht. Kämpft bis zum Schluss, man sieht enge Kämpfe. Derby-Stimmung einfach super. Also für uns war auch nicht unverdient, die war die 3 Punkte oder 4 Punkte besser. Von dem her alles gut. Ja, besten Dank für dein Kompliment. Und Volker, ja, eben taktisch aufgestellt heute. In der Gewichtsklasse umgestellt, hat sich gelohnt, offensichtlich. Wie ist dein Resümee heute? Ja, das war natürlich unser Schachzug oder auch mein Schachzug, hier ein bisschen umzustellen. Wir hatten jetzt zweimal eine andere Formation und ich habe schon damit gerechnet, dass Teisersdorf dann auch umstellen wird und dass der Andreas nicht im 80 kommt gegen Konstantin Schneider, sondern im 75. Und weil ich mir da eigentlich ziemlich sicher war, habe ich der Konstantin dann ins 98 gestellt und der Martin Hirt reingebracht. Mit dem Jan Ceban, den wir jetzt zweimal im 71 gebracht haben, habe ich auch gewusst, dass sie den sicherlich leerlaufen lassen oder einen Junge reinstellen. Und deshalb hatte Damian heute in seiner unbequemen Stilart gerungen Freistil, hat es auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und der Jan hat natürlich hinten raus einen ganz super tolle, klare Sieg gemacht. Sicherlich nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Aber man sieht halt schon, dass der Jan dann eine Klasse für sich ist und hier souverän für uns den Sieg nach Hause errungen hat. Genau, also von daher tolles Derby. Bleib in der Weg bei uns. Teisersdorf ist herzlich willkommen in Gottmerdingen, selbstverständlich. Also feiert noch, feiert mit uns und damit einen schönen Kampfabend noch. Herzlichen Dank. Danke. Also wir haben gerade Volker Hirt als Trainer gehört und damit natürlich Top-Ergebnis, dass wir hier gegen Teisersdorf das Derby gewonnen haben. Jetzt möchten wir mal gerne hören, wie das unsere Fans und unsere Fantische hier beurteilen. Jetzt gehen wir mal zum ersten Tisch und frage mal den Andi. Wie hat es dir gefallen? Du bist ja jetzt ein großer Ringer-Fan, du bist seit letztem Jahr immer und fast jeden Kampf bei uns in der Halle. Wie hat es dir gefallen, Andi? Ja, es war heute sau spannend, sau gut und ich finde es jedes Mal geil, wenn es so richtig knapp ist und dann macht es einfach Spaß. Ja, also ich fand es wirklich ganz super heute. Ja, vielen Dank. Also war ein spannender Kampf. Bernd, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Es waren spannende Kämpfe vom ersten bis zum letzten. So ein knappes Ergebnis oder so ein niedriges Ergebnis habe ich, glaube ich, noch gar nie erlebt hier in der Halle, von daher gesehen, ein wunderschöner Abend, so darf es weitergehen. Ja, Porky, komm, du bist auch noch mit dabei. Du bist auch fast jeden Kampf bei uns. Wie hat es dir gefallen heute Abend? Ja, waren spannende Kämpfe vom ersten bis zum letzten oder so. Und ja, wie gesagt, es war knapp, aber es war gerecht. Klaus, wie hat es dir gefallen bei uns? Faszinierend. Also wenn man überlegt, dass vor einem Jahr noch gar nicht gewusst hat, was Ringen eigentlich ist. Und dank anderen Leuten hierher gekommen bin, seit einem Jahr bin ich jetzt eigentlich Dauergast und es ist immer wieder phänomenal, hier diese Stimmung und die Atmosphäre hier vor, während und mit dem Kampf zu erleben. Also muss ich echt sagen, schade, dass ich es eigentlich nicht schon früher mitgemacht habe. Ja, vielen Dank. Also du bist für mich schon ein alter Ringer-Fan. Du bist das letzte Jahr das erste Mal zum Ringen gekommen mit dem Joachim. Der Joachim ist unser alter Ringer-Freund, hat selber auch schon mal gerungen. Joachim, wie hat es dir gefallen heute? Hervorragend, wie immer. Jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt komme ich öfters daher. Es ist einfach phänomenal. Besser geht es. Wunderbar, wunderbar. Super, vielen Dank. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Frau mit an Bord hier. Doris, du bist ein ganz spezieller Ringer-Fan, du bist ein Kenner selbstverständlich. Und wie beurteilst du technisch heute den heutigen Kampf? Ich kann es jetzt nur von Aussehen von den Jungs beurteilen und das ist mega. Genau, auch das ist wichtig. Wie wichtig ist denn für dich das Aussehen von unseren Ringer? Oh, super wichtig natürlich, ganz wichtig. Und mein Lieblingsringer, der Jan Ceban, hat gewonnen, der lässt mich nie im Stich. Wie hat es dir gefallen? Ja, ganz gut. War spannend bis zum Schluss. Also, Kampf im letzten Kampf entschieden und damit feiern noch ein wenig und einen schönen Abend. Danke.